Moin moin Leute, wir haben heute einmal den Capital Bra Smoke One Night Stand und der soll sein eine Mischung aus einer Birne und einem Pfirsich. Im Kopf vor jetzt, wir blenden jetzt ein, seht ihr, dass die Dose noch zu ist. Wir machen jetzt auch mit euch das erste Mal auf. Ich hoffe, ihr hört das Knacken. Das Schild ist gerade gerissen und hier ist erstmal diese Folie. Ach schön, wir müssen den nicht irgendwie auspacken. Genau, machen wir erstmal diese Folie hier ab und Sonst mit der Tüte immer am Siffen für die Finger, das mag ich nicht. so. Und wir haben uns überlegt, wir machen das ein bisschen anders als die ganzen anderen Shisha-YouTuber oder die ganzen Product-Tests, die die ganzen machen. Wir machen das einfach, wir kaufen uns eine Dose und rauchen die nicht vor oder sonst irgendwas, sondern wir packen die mit euch aus, wir machen den ersten Geruchstest, bauen dann zusammen Köpfchen, rauchen auch zusammen an und kommen dann nachher zum Geschmack. Wie gesagt, Birne Pfirsich soll das sein und ich probiere jetzt erstmal rauszuriechen, ob man das auch rausriecht, was da drin sein soll. Wäre gut. Also ich rieche definitiv eine leichte Pfirsichnote. Wie so eine leicht was Pelziges, sage ich mal, wie so ein Pfirsich wirklich diese Pelzmantel hat. Bei der Birne bin ich mir nicht sicher, aber es ist irgendwie was leicht Süßliches im Hintergrund. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so sich vorstellen kann. Nick übernimmt mal kurz. Riecht schön süß. Online-Stand, der Tabak wäre für Frauen, das habe ich erst gesehen, nachdem ich den gekauft habe. Das war einfach auf gut Glück gegriffen. Der riecht tatsächlich ein bisschen wie so ein weibliches Parfüm. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das tut Lass er. mich nochmal. Wenn ich jetzt. Ich habe jetzt auch mal kurz auf die Dose geguckt, was da drin sein soll. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann rieche ich auch so eine leichte Honignote raus. Als wenn man so einen Honigmelonentabak irgendwie rauchen würde oder einatmen würde. Vielleicht riechst du das auch raus. Auf jeden Fall kommt mir das so vor. Ich bleib bei dem Parfüm. Ja, bleib bei Also Parfüm, es okay. riecht wirklich nach einem weiblichen Parfüm. Kann ich gar nicht einschätzen. Erinnert mich irgendwie, wir hatten mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß von Kapital, irgendwas mit Rose war das. Dieser Geruch von Rose erinnert mich irgendwie an den Tabak, auch wenn die gar nicht da drin ist. Aber wir werden nachher sehen, wie der schmeckt. Richtig. Und wir sehen uns gleich im Kopfbau wieder. So, willkommen im Kopfbau. Wir haben jetzt einmal hier die Dose, die haben wir ja gerade mit euch schon mal aufgemacht. Das ist einfach nur Kapital in gezeichneter Form und hier unten steht der One Night Stand, der Name. Zum Schnitt und zur Feuchtigkeit, den haben wir jetzt gerade erst aufgemacht. Das sieht erstmal ein bisschen trocken aus, aber wenn man jetzt da unten reinguckt, sieht man die ganze Molasse. Und ich rühre jetzt einmal mit euch zusammen um. Wir nehmen einfach so ein klassisches Essstäbchen vom Sushi dazu. Und dann sieht man, wie schön feucht das jetzt von unten wieder hochkommt. Wir rauchen im Steinkopfset und einem Kaminaufsatz. Ein bisschen oldschool, sage ich mal. Weil die ganzen Leute machen ja jetzt viel mit Funnel und Aufsatz und sowas. Aber wir kommen damit nicht so ganz zurecht. Oder ich bin jetzt eher der Köpfchenbauer hier. Und ich komme damit nicht so ganz zurecht. Ich würde es jetzt demnächst nochmal neu probieren, indem ich mir einen anderen Funnel kaufe. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Einfach schön was reinfüllen und bis zum Rand voll machen. Hier ist auch direkt so ein langes Ästchen. Klar, das kann auch mal dabei sein, aber von sonst ist der Schnitt eigentlich so ein mittlerer bis relativ grober Schnitt. Wir glätten das jetzt noch so ein bisschen. Muss jetzt nicht wunderschön sein. Weil er hat ein bisschen was rauchen. Ja, Kapital raucht sowieso immer extrem gut die Tabaksorten. Also wir hatten drei, vier schon von dem und der raucht gut. Da kommt viel Rauch her immer. So, jetzt sieht man das schon. Ziemlich bis an den Rand gebaut. Der Kamin hat ein bisschen Abstand jetzt, wenn ich den jetzt da drauf setze. Und ja. Das ist unser Kopfbau. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Kohle an ist, wieder. Da sind wir zurück. Einmal noch kurz zum Setup. Wir haben einmal die Octopus Nautilus Hooker mit einem Glas Molassefänger, einem Steinkopfset mit Kamin und drei Naturkohlen. Und jetzt rauchen wir mal an. Das machen wir ein bisschen Zeitraffer, damit ihr nicht so lange warten müsst.
hat jetzt auch nicht so lange gedauert, obwohl es halt eigentlich nur ein 3-Kohlen-Setup ist. Wobei Pfanne ja mehr rauchen sollen, was wir jetzt eigentlich nicht feststellen können, weil bei uns raucht es eigentlich auch immer ziemlich gut, auch mit dem Steinkopf-Set. Kommen wir jetzt einmal zum Geschmack. Also wie im Geruch, diese Pfirsichnote, relativ pelzig, legt sich bei mir zum Beispiel jetzt echt auf dem Gaumen ab und auf der Zunge. Und ich merke das auch jetzt noch, dass ich das noch schmecke, diese Pfirsichnote. Die Birne ist wirklich für mich kaum spürbar. Wenn überhaupt, so eine gewisse Art Süße im Hintergrund, die jetzt nicht als Nachgeschmack kommt, sondern wenn man einatmet, merkt man das eher. Aber ansonsten ist da jetzt auch keine Kühle dabei, wegen diesen neuen ganzen Gesetzen und sowas. Sonst schmeckt das eigentlich nach einer echt leckeren Pfirsich mit so einem gewissen Touch-Birne, was aber eigentlich nicht wirklich präsent da ist. Ich finde ihn sehr dezent, sehr angenehm, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Also, es ist, ich finde, das ist nicht so Pfirsich im Sinne von, wenn man Pfirsich-Eistee trinkt, oder wir hatten auch schon mal von Adalia, glaube ich, Pfirsich oder so, der war sehr kräftig. Ist es nicht so, das ist sehr dezent, so sehr, ja, sehr leicht der Geschmack, ne? Aber angenehm. Als ob man echt einfach nur Rauch hat mit bisschen Geschmack. Mir gefällt es bis jetzt gut. Ich weiß nicht, ob sich der Geschmack noch ändert. Ich hoffe nicht. Da kommen wir jetzt auch zu diesem neueren Format, sage ich mal. Wir haben den Tabak jetzt mit euch frisch ausgepackt, Köpfchen gebaut und das erste Mal geraucht. Und in ein paar Wochen, wenn die Dose vielleicht was leer ist, machen wir noch ein Video und gucken, ob sich der Geschmack für uns irgendwie geändert hat, ob das irgendwie ein lästiger Geschmack ist, dass man den nicht irgendwie ewig rauchen könnte. Weil jetzt von dem ersten Gefühl her könnte ich sagen, das ist ein Tabak, den könnte ich, glaube ich, sogar daily rauchen. Weil das ist nicht zu prägnant, diese Pfirsichnote, sondern das ist echt so eine angenehme, leichte Pfirsichnote, die sich echt gut rauchen lässt, ohne irgendwie ein Drücken oder sowas. Weil wie Nick gerade gesagt hatte, wir hatten den schon mal von Adalia, die Pfirsich. Und der war, wenn man dem nur ein wenig zu viel Hitze gegeben hat, hat er schon so eine drückende Wirkung im Hals gehabt. Aber bei dem habe ich das nur mittlerweile oder momentan gar nicht. Und dann wird sich das zeigen, ob sich das in Zukunft irgendwie anders verhält oder nicht. Das heißt nicht, dass wir den jetzt täglich rauchen. Also wir haben ein bisschen Auswahl, sag ich mal. Und vielleicht kommt auch, ich sag schon mal, demnächst noch ein neuer direkt, weil... Was habe ich noch gekauft da? Was das Almasiva? Four Blocks. Ja, mal gucken. Ich glaube, das ist Limette oder Zitrone oder so. Ich habe einfach auf gut Glück gekauft. Und ich glaube, das sind auch die besten Käufe teilweise. Manchmal kriegt man Kiwi Vanille, schmeckt dann so lala. Manchmal kriegt man aber auch eben hier Pfirsich Birne. Der gefällt mir wirklich gut. Also bis jetzt. Ich weiß nicht, wir haben glaube ich 5 Mal von Capital welche gehabt. Und ich glaube, nur 1 oder 2 haben nicht geschmeckt. Bis jetzt haben sie echt überzeugt mich, der Tabak, also beziehungsweise die Marke an sich. Hoffentlich hat es euch gefallen und wenn es weiter gut läuft mit dem Tabak, kommt noch mehr Tabak. Ja, wir sehen uns dann wieder.